Nach diesem Video wirst du ganz genau wissen, wie du in der Oberstufe in Klausuren wie Englisch, Deutsch, doch eigentlich in allen anderen Fächern, wo es drauf ankommt, deinen Ausdruck verbessern kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur steht. Wenn bei dir der Fall ist, dass du eigentlich echt gut bist, aber dieser verdammte Ausdruck, ja, der bringt dir immer wieder, ja, dich in das Problem, dass du einfach Punkte verlierst. Ja, Punkte, die du eigentlich nicht verlieren müsstest. Deswegen kommen jetzt genau 5 Tipps für dich, wie du genau das für immer löst. Erstens, hochqualitative Bücher lesen. Wenn es um deutsche Sprache geht, dann natürlich in deutscher Sprache. Wenn es um Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, was auch immer du für eine Sprache hast, darum geht, dann lese ein Buch in dieser Sprache. Und dabei ist es wichtig, dass es ein hochqualitatives Buch ist. Natürlich auch inhaltlich ist natürlich empfehlenswert, damit du entweder gut unterhalten wirst oder was Sinnvolles lernst, aber vor allem natürlich auf der sprachlichen Ebene. Weil unser Kopf wird unterbewusst ganz stark davon beeinflusst. Sprich, das, was reinkommt, ist im Prinzip auch das, was wieder rauskommt. Deswegen, wenn du es wirklich schaffst, einfach anzufangen, mehr Bücher zu lesen, wo einfach, ja, der ganze Standard extrem hoch ist, wird sich das auch auf deine eigene Schreibweise übertragen. Und das ist quasi einfach so ein Free-Cheat-Code, wie du einfach wesentlich besser dich grundsätzlich ausdrücken wirst. Zweitens, jeden Abend Premium-Wortschatz finden. Mach's dir gerne wirklich zur Gewohnheit, einfach jeden Abend, es müssen nur 5, 10, 20 Minuten sein, wirklich nach so Higher-Level-Wörtern, Formulierungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, was auch immer, zu suchen, weil es kann halt super Spaß machen. Ja, es ist jetzt nicht zwangsläufig die effektivste Methode, aber es macht einfach super Spaß und es motiviert dich auch total, dich auch auf diese Art und Weise auszudrücken. Ja, es gibt zum Beispiel, allein im Englischen gibt es so viele hochgestochene Begriffe, wo du denkst, what the fuck, wer würde das jemals verwenden? Aber je mehr du es verwendest oder zum Spaß auch nur mal nutzt, desto mehr wird es normal für dich und du sprichst automatisch auf einem wesentlich höheren Niveau, wodurch du dann auch wirklich in so längeren Beantwortungsfragen auch wirklich die volle Punktzahl bekommst. Drittens, auf eigene Sprache achten. Wir Menschen schreiben in der Regel genauso, wie wir sprechen. Und deswegen ist es super wichtig, dass du einfach, du redest sowieso den ganzen Tag, ja? Dann nutze es doch auch mal sinnvoll, nicht nur um zu kommunizieren, sondern auch um die Art und Weise, wie du sprichst, wie du dich ausdrückst, die zu verbessern. Das heißt, ab heute versuch einfach in jedem Gespräch nicht einfach so zu reden, ja, wie du halt redest, sondern überleg auch während du redest, okay, wie könnte ich den Satz am schönsten bauen, welche Wörter könnte ich denn am anschaulichsten verwenden, damit es einfach möglichst gut rüberkommt. Ja? Und wenn du das machst, dann trainierst du da quasi die ganze Zeit automatisch, auch das wird einfach zu einer Gewohnheit werden, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, du wirst vielleicht sogar positives Feedback von anderen bekommen, dass du dich extrem gut oder gewählt oder eloquent ausdrückst, was natürlich so schon mega cool ist für dein Leben und es wird gleichzeitig deine Noten in den Klausuren auch noch dramatisch verbessern. Vielleicht sollte ich auch noch an der Sache ein bisschen üben. Viertens, Lehrer nach Feedback fragen. Ich kann das nur immer wieder betonen, mach die Lehrer zu Freunden statt zu Feinden. Die sind so wertvoll, weil der Lehrer sieht vielleicht das, was du noch gar nicht siehst. Und das Allerbeste ist natürlich, er kennt dich. Ja, das heißt, er kann dir ganz genau sagen, okay, da könntest du einfach noch so ein bisschen das formulieren, so, das hättest du so und so formulieren können. Und vor allem das Allerbeste, ja, das Feedback, was er dir gibt, ist direkt auf seinen persönlichen Geschmack bezogen. Ja, weil gerade der Ausdruck ist auch gerne mal eine persönliche Sache. In Deutsch immer wieder, oh, man hätte das so schreiben können. Und der einen Person gefällt ja das besser und der andere Person halt eben das. Und deswegen ist es natürlich auch am sinnvollsten, wenn du direkt zu der Person gehst, die es ganz schlussendlich auch bewertet. Das in dem Fall dein Lehrer, deswegen nutzt das unbedingt. Fünftens, Einser-Aufsätze lesen. Oder natürlich auch Einser-Klausuren. Ja, kann ja auch in Geografie oder Bio oder was auch immer der Ausdruck gewertet werden. Ich weiß nicht, wie das in eurem spezifischen Fall ist. Aber wenn du einfach zum Beispiel auch anfängst, zum Beispiel gerade so Übungsaufsätze in Deutsch, Englisch von richtig guten Leuten zu lesen, du wirst automatisch so denken. Du wirst erkennen, okay, warum haben die das so gebaut, so gewählt, so gemacht. Und du wirst das übernehmen. Ja, ist ein bisschen ähnlich wie wenn du ein Buch liest. Du wirst es übernehmen. Das heißt, das würde ich vor allem für Fächer, wo du weißt, dass der Ausdruck extrem wichtig, ganz klar in meine Lernroutine, meinen Lernplan übernehmen. Sprich, dass du dir ganz klar machst, okay, was, wie schreiben diese Leute? Und dann, wenn du auch selbst, vor allem Übungsaufsätze abgibst vielleicht, direkt diese Sprache auch zu übernehmen und während du schreibst, das gleich wieder aufs nächste Level zu bringen. Das wird schon super viel ausmachen. Wenn du ansonsten auch grundsätzlich alle anderen Dinge in der Oberstufe auf das nächste Level bringen möchtest, dann bist du hiermit herzlich eingeladen, zu unserem Traumabitur-Coaching-Programm zu kommen. Da kannst du dich einfach unter diesem Video auf den ersten Link klicken, da kannst du dann einen Termin aus,
wählen, wo du eben angerufen werden möchtest von einem Mitarbeiter aus meinem Team. Der wird sich einfach mal bei dir melden, schauen, wo sind gerade deine Probleme, wie können wir dir weiterhelfen, wo möchtest du überhaupt hin, warum möchtest du dich überhaupt verbessern. Und wenn er dann merkt, okay, du könntest da wirklich reinpassen, dann kommst du mit mir in ein persönliches Gespräch und dann hast du danach vielleicht sogar eine Möglichkeit, langfristig mit mir als dein Coach durch die Schule zu gehen. Ansonsten, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.